Ja, einen erkennt ihr auf den allerersten Blick. Nicht geladen hattet ihr Potro, aber er steht da und hat ein Bier in der Hand, unterhält sich mit ein paar anderen Leuten. Das sind wohl irgendwelche Gaukler, mit denen er da gerade Bier austauscht und ein bisschen auch, was ist in seinem Kettenhemd gelandet. Nicht geladen, definitiv nicht. An den hattet ihr nicht gedacht, aber naja, okay, müsste man überlegen, ob man den rausschmeißen will, kann, soll. Hey Potro! Hey, Rodrigo, was los? Schön, Herzlichen dass du da bist Glückwunsch! und ja, entschuldige bitte, ich hole dir gleich hier. Du bist auch einer unserer Spezialgäste. Wenn du willst, kannst du gleich auch nach oben gehen. Ich rede dann gleich mit dem Typen, der auf den Stufen steht, dass du nach oben gehen kannst. Oben gibt es noch ein paar leckere Bratensachen. Kannst du Alles mir gerne klar, zu? Mensch. Super. Alles Gute nochmal. Gleich die Ja, erste danke schön. Frau, Danke. die dir über den Weg läuft, mitten im Dschungel, gleich mitgenommen. Zwinkert der Wascher so ein Ja, bisschen schön. zu. Was Alles soll gut. das heißen? Was hat man denn sonst aus dem Dschungel mitgenommen? Na, Krankheit. das Beste, hoffe Krankheiten. Ja, wie gesagt, ich danke für die Einladung und so. Zwinkert den nochmal zu, weil er wurde nicht Ja, eingeladen. Rodrigo zuckt sowieso die Schulter. Ja, ne, wie gesagt, gehen wir nach oben. Da sind die ganzen wichtigen Leute, da gehörst du natürlich auch hin. Ja, super, super. Den meinte allerdings Porkpom gar nicht, sondern draußen steht eine Frau noch vor der doppelflügeligen Tür. Wird gerade so ein bisschen belästigt von dem einen oder anderen Penner, Bettler. Sie sieht aus wie eine Händlerin. Ihr kennt sie nicht, habt ihr noch nicht gesehen. Sie stellt sich dann euch aber vor als Yamira Sabasahil, eine ja, Frau, eine Werftbesitzerin, die ein Kontor oder eine Werft neben euch sitzt. Weiter im Norden, einmal auf der anderen Seite, aber sie führt da wohl eine ganz eigene Werft und hat sich da auch niedergelassen und wollte einfach mal Hallo sagen. Ja, hallo, schönen Abend, dass Sie gekommen sind. Das ist meine wunderschöne Angetraute, Washa Sabadrugani, und ich bin Rodrigo Aurelio Kuragon Ramirez von Zelem. Und Sehr ja, freut. Ja, das ist schön. wir sind eine Art von Gemeinschaft, wir führen hier das Konto und kommt doch mit. Ihr seht aus, als wenn ihr eine der wichtigeren Persönlichkeiten eher wärt, die nach oben ins Obergeschoss geführt werden sollten, zu den etwas besseren Plätzen. Das ist nett, das ist nett. Ja, Ja, das machen ihr wir könnt auch gerne. erkennen, sie sieht so ein bisschen traurig aus und blickt dann immer so ein bisschen sehnsüchtig auf euch beide, wenn ihr sie dann so durch das Etablissement führt. Was ist Gibt los? es etwas, was euch bedrückt? Nein, alles gut. Nur lasst Rodrigo, euch geh uns doch niemals. mal was zu trinken holen. Ich kümmere mich darum. Natürlich, ich hole uns einen guten Wein. Alles gut, Nimmt meine Liebe, der, lässt. ich wollte nur. Wenn ihr so einen Bund geschlossen habt, dann lasst euch am besten nie aus den Augen. Wieso? Na, weil ich bin nun seit etwas längerer Zeit mit meinem Liebsten getrennt. Er ist Seefahrer, ich bin Besitzerin einer Werft. Es liegt ganz einmal die Straße gegenüber, Familienwerft Sahil. Sie zeigt ja einmal so einen Ring, den sie trägt, mit einem Symbol. Oh, naja, also er ist seit einiger Zeit auf der See und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Er wird bestimmt bald wieder zu euch kommen. Ja, bestimmt. Lasst euch niemals aus Und den Augen. aber ist sein, ist es ein, ich gucke nur auf den Ring. Seid ihr unter der Travia voreinander getreten oder unter der Raja? Dass der Ring selber, Segel und Säge ist darauf abgebildet. Das ist Also. dann einfach nur das Symbol ihrer eigenen Familie. Okay. Das hatten wir eigentlich noch vor. Wenn er wiederkommt, dann wollen wir, naja, Traja, Rabia, müssen wir nochmal schauen. Genau haben wir darüber noch nicht geredet, aber er muss dann erstmal von seiner Expedition wiederkommen. Wo ist er denn hingefahren? In den Osten. In den Er hatte wohl Osten. eine Expedition von Herrn Ruban Ibn Dahmani und naja, wenn er wie gesagt wiederkommt, dann machen wir das. Sie guckt jetzt wieder ein bisschen glücklicher. Also. Da ist auch schon der Wein, sagte Rodrigo etwas laut polternd wieder ankommend. Wenn ihr möchtet, dann gib mir seinen Namen und ich erkundige mich. Wir brechen morgen auf. Vielleicht, ich meine natürlich, der ist groß, aber. Vielleicht Zufälle gibt's immer, dann schaue ich nach ihm und gebe euch eine Nachricht. Ja, Dann reicht man ja. den Wein rüber und stellt man die Frage, wen suchen wir denn, mein Schatz? Das habe ich auch noch nicht namentlich erfahren. Guck sie wieder an. Egal. Wir Doch, sagt ruhig. wollen feiern. Jetzt haben wir schon angefangen, jetzt müssen wir es auch beenden.
Naja, man kann ja mal den helfen, wo man rumkommt. Vielleicht mal kurz nachfragen, ob der Mann hier gesehen wurde oder die Frau. Wen suchen wir denn? Nein, kein Hafen. Euren Sohn? Da, wo er hingefahren ist, gibt es keine Häfen. Oh. Aber vielleicht ist er trotzdem in einem Hafen, weil er da irgendwie gestrandet ist und, ne? Braucht einfach nur eine Passage zurück. Und wenn man dem Mann zufällig begegnet, kann man ihm das ja ermöglichen, auch wenn er vielleicht gerade kein Geld hat. Ist sein Name geheim? Für uns. Wird er gesucht? Ihr macht so ein Geheimnis darum? Nein, alles gut. Na komm schon, wer ist der Glückliche? Naja, er ist unter meiner Expedition gefahren und wenn sie zurückkommen, dann wahrscheinlich wieder direkt nach Kuncho. Ah, ich verstehe. Also, ihr seid doch unsere Nachbarin sozusagen, nicht wahr? Ja, genau. Also, wir sind ja eine kleine Zeit nicht da. Würde es euch auch etwas ausmachen, vielleicht ein wenig zu schauen nach unserem Haus hier? Und wir schauen im Gegenzug nach eurem Geliebten? Ja, das bestimmt. Sollten wir beide etwas davon? Strahl sie mal an. Ja, genau. Eine Beschreibung wäre gut und wir bräuchten immer noch den Namen. Später. Sie schaut wieder so ein bisschen traurig. Und ja, dann wird wohl einfach da erst wieder irgendwas. Schatz, ich bin mal unterwegs. Was brüllt er denn so? Ich dachte, er war schon längst mit einer von den halbnackten Frauen verschwunden. Vielleicht hat er ja auch sich für einen Knaben Beschäftigung geben. Der muss unbedingt mal abgelenkt werden. Der ist teilweise so grummelig. Gib ihm eine von den Frauen. Ja, ich stoße dich mal so ein bisschen vor. Fleisch. Und die Treppe kommt einfach da raus runter mit dieser jungen, nur mit ihrem Slip bekleideten Frau, die er über die Schulter geworfen hat. Wascha, wo hast du die denn aufgetrieben? Die ist ja hübsch. Und der Claudia schlägt dir nochmal auf den Po. Oh Gott, wie hat der denn getrunken? Ja, Rodrigo hält den Daumen immer weiter so. Los, du, die Kabinen sind oben, Seemann. Warum kommt der denn mit ihr runter? Ich will dir mal unser Schiff zeigen, die Okuri. Also, Rodrigo weiß Bescheid, wenn es dann nachher mehr Wellen gibt. Alles in Ordnung. Viel Spaß, Ephadaios. Viel Spaß, Ephadaios. Alles klar. Hier, das. Okay. Ja, euch auch eine schöne Nacht. Mhm. Winkt ihm mal so ein bisschen zu. Oh Gott, die arme Frau. Das ist unsere Prachtperle. Ja. Ich dachte, so wahrscheinlich zu, kam mit zwei Freudenmädchen angeheuert. Ja. Ich meine, er ist bestimmt ein sehr wilder Liebhaber. Oh Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber, hui, auf so einem Schiff, das ist doch bestimmt total wackelig, oder? Rodrigo zuckt mit den Schultern. Ja, ich glaube, Schiffe wackeln, ne? Zumindest auf die letzte, auf die nicht war. Grinst er dann dabei. Das werden wir dann auch mal ausprobieren in Zukunft, nicht wahr? Ja, das hoffe ich doch. Streich dir mal durch die Haare. Ja, ich hoffe, ihr habt schon das Unterdeck gesehen mit den Hängematten. Also hier steht das Bett von Ephadaios. Und hier sind die Hängematten von euch. Also macht, was euch glücklich macht. Die müssen wir aber gut befestigen. Ach was, das geht auch auf dem Boden. Jala wird freiwillig verschwinden. Wenn du liegst unten. Gut. Ja. Okay, damit gehen, glaube ich, Rodrigo und Wascha dann nach oben. Es gibt natürlich noch ganz viele Gäste, die irgendwas von euch wollen, aber wenn ihr denen jetzt allen nachgeht, dann kommt ihr niemals zu dem, was ihr eigentlich tun wollt. Nö, ich würde mich auch wirklich mit den Worten verabschieden. Wir müssten jetzt mal der Reihe frönen. Man hätte die uns ja irgendwie zusammengebracht, sozusagen heute, und dann auch damit verabschieden und gehen. Gut. Und allen dabei noch eine schöne, lustige Feier wünschen. Gut, dann schreiben wir den nächsten Tag. Es findet noch viel Spaß in eurer Raya Liebeshöhle statt. Was dort oben passiert und was dort unten passiert, wird sich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Aber gut ausgeschlafen, mit vollem Bauch und etwas nach Bier riechend endet dann diese Party. Und wir schreiben den 19.04. der nächste Tag. Ja, ihr seid erholt, kuriert. Der blaue Fleck von Wascha verschwindet so nach und nach, als sie hier die eingebaute Stange nach unten geglitscht ist und auf diesen Reissack gefallen ist. Vielleicht hat sie noch ein paar andere blaue Flecken, die Rodrigo hinterlassen hat, aber
Das ist ein anderes Thema. Die Schlange Rashika schlängelt sich gerade so ein bisschen zwischen eurem Bett lang und versucht ein bisschen Restwärme abzugreifen. Rodrigo hat sich auch in seine Sachen geschwungen und will auch die Feuerwehrstange runterrutschen oder wie auch immer das in DSA heißen mag. Ja, ihr steht dann nach und nach entweder unten oder, nee, genau, wir sitzen da an, wo wir auch das letzte Mal bei der Pause aufgehört haben. Das heißt, im Besprechungsraum, am frühen Morgen werdet ihr ein weiteres Dossier der Perlenmeerflotte bzw. der KGA bekommen mit weiteren Hintergrundinformationen. Das heißt, ihr sammelt euch dort die fünf Helden und Myria. Und jeder von euch hat eine PM bekommen, auch Kornen, und ich möchte ihn bitten, dass er einfach mal vorliest, auch wenn er mit seinem Praiodano bzw. Abu eben Abu oder Faruk nicht anwesend ist, aber du kannst trotzdem einmal beginnen und eines der Dossiers öffnen und dann den anderen mitteilen. Jeder hat, wie gesagt, eine PM bekommen und ihr dürft einmal vorlesen. Soll ich anfangen sonst, Ja, oder? bitte, fang mal an und dann machen wir auf dem Tisch weiter. Trotz der vielen Schläge, die die Fischer der unheiligen Wesenheiten mit ihren Bootshaken versetzt hatten, konnten wir noch gut erkennen, dass die Monstruosität deutlich größer als menschengroß war, wohl einem Oger entsprechend. Auf dem Bauch mit einer dünneren, auf dem Rücken mit einer dickeren Schale bewehrt, mit sechs Gliedmaßen, von denen die unteren beiden der Fortbewegung dienten. Die mittleren, annähernd menschenähnlichen, in Klauenhänden ausliefen, jedoch ein Gelenk mehr aufweisen in Klammern, die oberen hingegen in mächtigen Scheren. Ob die eine Schere so zerhauen war oder von Natur, in Anführungszeichen, aus zum Schlagen verformt, wie man es bei Malmer kennt, ließ sich nicht mehr erkennen. Das Gesicht der Unkreatur war erschreckend menschlich, jedoch von roter Farbe, zudem mit langen Fühlern auf der Stirn hervortreten und hervortretenden Augen. Die Oberlippe war ausgefranst wie die Bartellen eines Welses. Aus dem Buch der Schlange des Kunchommer Hesinde geweihten Nasrid ibn Nuwarim, Eintrag vom 18. Raja. Dann am Tisch von links nach rechts, Brandigia. Brindisi überfliegt kurz das Pergament, was vor ihm liegt, sagt dann: Ich habe hier eine Mitteilung der KGIA an die Admiralität zu Festum vom 21. Travia 29 Hall. Aufgrund der bei uns eingegangenen Informationen müssen die Seegebiete östlich von Rulat und Tisal bis etwa in einer Entfernung 80 Meilen östlich der Inseln als Areale mit der Kennzeichnung Krake und nicht mehr als Malma eingestuft werden. Wir empfehlen, dies bei der Fahrtplanung des nächsten Konvois in Betracht zu ziehen. Festung habe ich auch. Ich habe eine Niederschrift aus der Verteidigungsrede von Kapitän Jandora von Zarstrand bei dem Gericht der Admiralität, gegeben ohne Datum. Drei Fahrten reichen mir durchaus, um zu wissen, dass ich keine vierte Fahrt mehr unternehmen will. Wenn ich die Kraken oder die Seeschlangen nicht holen, dann sind es die Würgewellen oder die Piraten. Oder Hafaks-Sklavenschiffe. Oder ein Nie verzeiht. Oder ein übereifriger Geschützmeister auf einem Kahn der Neureicher. Ich habe auf den Fahrten 236 gute Jungs und Mädels verloren. Und nur durch Fexensglück und Piranhas Gnade habe ich meinen linken Arm noch. Ich will weder als Krüppel noch als Irre enden. Schick mich nach Port Störrebrand oder nach Riesenland. Sonst wohin, nur nicht in die blutige See. Ephadaios. Ich habe hier noch mal einen Bericht von dem Schenkwert aus dem Fischerdorf, wo die Leute diesen komischen Akzent haben. Stell's mal vor. Die hopsten unregelmäßig, manchmal auf zwei Beinen und manchmal auf vieren. Ihre quakenden, bellenden Stimmen waren all der dunklen Schattierung des Ausdrucks fähig, die ihren starren Gesichtern versagt blieben. Die Haut schält sich zurück, die Ohren sind zurückgebildet und die Nase wird in Bälde abfallen. La Verduch. Ja. Frag mich, worüber die reden. Gibt es irgendwie ich Mensch, Frosch, Chimären oder sowas? Etwas unheimlich. Rodrigo. Ich habe einen Bericht von der Seeadler von Beilung.
18. Hesinde, 29 Hal. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mahlstrom, den die Besatzung der S. Elida von Valusa S., der Wildrum-Mündung, beobachtete, just derselbe ist, der eine Woche später auch von der Admiralin Gützow, N.O., nordöstlich der Nordspitze Maraskans gesichtet wurde. Zumindest die unnatürlich tiefblaue Farbe des Meeres und das angeblich graue Wabern im Kern legen dies nahe. Geschätzter Durchmesser des Kerns 250 Schritt, der für uns bedrohlichen Zone wahrscheinlich etwa 500 Schritt. Daher für kleinere Schiffe vermutlich fast eine Meile. Die Magier spekulieren über Sphärenrisse und den Kampf Chalvins gegen die tiefe Tochter, wissen aber selbst nichts Genaues. Lasse Kurs Süd-Südwest setzen. Also brauchen wir einen guten Ausguck. Ja, also diese Mahlströme, die hier erwähnt werden, wenn die wirklich so groß sind, dann müssen wir die auf jeden Fall frühzeitig entdecken, um nicht in Gefahr zu geraten, dort hineingezogen zu werden. Dann sollten wir besser nicht bei Nacht fahren. Mhm. Oder wissen, wo sie sind. Ein letztes Mal, Wascher. Ja, auch ich habe einen Text von dem Schenkenwirt, der gleiche, den Epadagos hatte. Die Welle, sie fordert Blut. Die blutige Welle rollt an den Strand. Huega, Charku. Die Spinnen folgen ihr, von der Stadt aus der Tiefe bis zum Gewürm. Vatachior, die Zornflut wird kommen. Tang wird das Land bedecken, von Talusa bis Keft. Wir werden alle Galkuzulim. Das Wasser. Schafft mich weg vom Wasser. Das war's. Das war's, fertig. Nicht viel Gehaltvolles, außer das, was wir schon wissen. Und die seltsamen Ströme. Nun, und wir sollten uns von diesen Inseln fernhalten, die in meinem Bericht standen. Ihr diskutiert noch etwa eine Stunde lang über die Berichte, die jetzt vor euch liegen. Holt noch einmal die anderen Dossiers hervor, die euch an dem anderen Tage geliefert worden sind. Und brütet noch über den Informationen, die ihr vielleicht noch einmal zusammentragen müsst. Ja, vielleicht direkt vor Ort noch einmal recherchieren müsst, wenn ihr auf dem Perlenmeer seid. Vielleicht euch daran erinnern, wenn es soweit ist. Aber ja, wenn ihr alles zusammengetragen habt, werdet ihr noch einmal das Kontor verlassen, Besorgungen machen, noch einige Vorräte kaufen, denn auch die Söldner wollen ernährt werden, wenn ihr demnächst irgendwann vielleicht aufgebrochen seid, aufbrechen müsst. Denn irgendwann wird euch das Abenteuer eilen, ob ihr selber wieder in die blutige See aufstecht oder die KGA vielleicht euch braucht. Und so lauft ihr durch den Hafen. Zwischen den Schiffen und den Lagerhäusern am Kai herrscht emsiges Treiben. Vergleichbar mit einem Ameisennest, was ihr schon kennt. Fischer bringen ihre Ware ein, Träger schleppen Körbe, Maultiere werden schwer beladen. Für besondere große Frachten gibt es sogar einen mechanischen Kran, der durch die Kraft mehrerer Merwatis angetrieben wird. An den Kais sägen Handwerker Planken zurecht und bessern Boote aus. Netze und Segel werden repariert. Aus der Ferne hört man Hämmern und schweres Gerumpel von Werftarbeitern. Geschäftiges Treiben also. Die Zöllner der Hafenmeisterei haben es nicht leicht, die Übersicht zu bewahren. Und wer ganz genau hinsieht, bemerkt, dass dann der ein oder andere kleine Beutelchen den Besitzer wechselt, von Tasche zu Tasche eines Gardisten wandert, woraufhin es umgehend eine Freigabe zum Entladen des Bootes gibt. Was nicht in den Lagerhäusern der großen Handelskontore geschafft wird, findet seinen Weg auf den Basare der Stadt. Die Anzahl der Schiffe ist beeindruckend. Unzählig kleine Lorcher, zumeist einmastig, genauso wie eure, neben ihren großen Geschwistern, den eindrucksvollen Zedraken. Die größeren unter ihnen haben vier Masten und mit den charakteristischen, aus Binsen geflochtenen Segeln. Daneben die etwas schlankeren Talukken mit ihren zwei bis drei Dreiecksegeln. Sieht man in großer Zahl hier in Kunjung. Dazwischen liegen bornische Koggen, schwer bewaffnete Holken, wendige Karavellen und vorwiegend einige Korntransporter, benutzte Potten.
Ja, mit ein bisschen Glück kann man hier auch ja, ein paar modernere horasische Schwonen oder Torwalsche Drachenschiffe entdecken, die sich hier zwischen den einen oder anderen tummeln. Aber euer Blick fällt dann auf die Kriegsflotte von Kunchum, die hier im Norden aus schweren Zitraken besteht, etlichen Talukken, eine Handvoll Schiwonen und die dort leicht am Kai herumdümpelt, denn der Sultan mag die Seefahrt nicht so sehr, der Großfürst. Er ist kein Freund davon und so fristen diese Schiffe hier im Hafen ein sehr tristes Dasein, bis auf eine der Galeeren, die dort vor Anker liegt. Inmitten dieser unübersichtlichen Zahl von Schiffen liegt, ja, an einem etwas weit entfernteren Steg eine mächtige Trireme, die mit Kupferplatten beschlagenen Rammsporne und die ebenfalls verstärkte Vordertruts glänzt in der Sonne. Die Seeadler von Bailok liegt hier vor Anker. Sie hat es also geschafft. Das will ich auch mal wiedersehen. Da bin ich schon erleichtert. Wir sollten uns am besten melden. Ja. Wobei. Ist das euer Schiff? Ja, das ist das Weil, Schiff, mit weil. dem wir hingekommen sind. Oh, nach Maras kommen. Wobei ich mir sicher bin, dass Admiral Sarnin über unsere Anwesenheit in der Stadt zweifelsohne bereits unterrichtet wurde. Vermutlich, ja. Diego, willst du mir nicht mal vorstellen, mit wem du so unterwegs warst? Oh, Wascha, ob du den kennenlernen möchtest. Naja, Wieso? er ist ein schwerkräftiger Mann. Ich werde nicht einfach, also das muss nicht böse nehmen, aber der Mann hat wirklich viel zu tun. Ich kann gucken, ob der Mann Zeit hat, dass ich dich vorstelle, aber der Mann ist eher sehr zielorientiert und zwar im Bekämpfen von Dämonen und Hm, aber wenn er schon mal Dämonenhaften. hier ist? Ja, und er ist auch weit über meinem Stand. Dann belästige ich Leute weit über meinem Stand. Das ist doch auch nicht das Richtige. Ich bin eine schöne Frau. Guck dich mal an. Natürlich bist du eine schöne Frau. Aber ich will dich doch ihm nicht anbieten, sondern vielleicht, wenn es sich eine Gelegenheit ergibt, stelle ich dich vor und ansonsten wird sich das eben nicht ergeben. Na gut, dann mal auf. Ja. Ja, Moment. Steuerung F. Ihr befindet euch hier unten und wenn ihr dann hier im Hafen herumgelaufen seid, euch ein bisschen umgeguckt habt, könnt ihr hier oben im Kriegshafen, im alten Kriegshafen, da wo die anderen Schiffe herumdümpeln, erkennen, wie die Seeadler hier liegt. Wenn ihr euren Weg an der Hafengarnison vorbei lenkt und mal so ein bisschen herumschaut, könnt ihr auch aus einiger Entfernung bereits hören, wie jemand auf dem Schiff herumrennt, schreit, wuselt, um nicht sagen, herumfusakelt. Ich will die Kanone auf der Vordertruts. Und ihr, bringt mir den Mast nach oben. Das muss schneller gehen. Wo ist der Bugsteven? Rodrigo schüttelt den Kopf. Fusakel. Fusakel. Man schaut Wascha Was? an, ein Zwerg, der Geschützmeister dort auf der Seeadler von Beilung ist und ja, seine ganz eigene Art hat. Ja. Ich dachte, die Argos schieben die Maiden eher das Wasser. Wann kommt der Klüverbaum? Wo ist der Bugspriet? Hier ist Dieser eine nicht. Klüse kaputt. Dieser nicht. Ich freue mich ja schon, den Kleinen wieder zu sehen. Mach den Tee heiß! Fusakel! Wobei. Fusakel! Im Wasser haben wir ihn ja nie gesehen. Los, Leute, los! Ich kann es kaum erwarten, meine Brüder wieder zu sehen. Ja, wenn du heraneilst, der Stimme des Zwergen folgen, kannst du sehen, dass hier an dem Steg mehrere Wachen stehen. Du hast sie noch nie gesehen. Sie wirken auf dich sehr horasisch und sie versperren dir mit ihren Schwertern den Weg. Ihr da, Halt! gebt den Weg frei. Auf keinen Fall! Verschwindet von hier! Warum nicht? Hier vor Ort liegt die Seeadler von Bailong und ihr dürft nicht passieren. Das Seid weiß ich, nicht wir um sind Himmels eingeschriebene Willen, jetzt lasst uns Matrosen. durch, wir gehören dazu. Ihr gehört Jetzt dazu, ich schimpft habe doch euch noch nicht nie gesehen. alle. Ganz ruhig, ich glaube, wir wollten nur jemanden treffen. Rodrigo, wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr als Ranghöchster eingetragen. Möchtet ihr? Niemand darf dieses Schiff betreten, Befehl des Kapitäns. Mein Herr, ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung. Ihr macht euren Job wirklich sehr gut, aber wir wollen wirklich nur jemanden treffen. Wir sind Alles danach klar. sofort wieder weg. Ja, dann meinst du, die haben sich eine Krankheit eingefangen? Ich meine, wenn keiner an Bord darf. Glaube Dann ich wohl hätten kaum, sie dann würden sie nicht einen, hier liegen, sondern dann eine hätten Meile vor. wahrscheinlich eine Flagge gehisst, wenn das so wäre. Hier ist Und sagen, niemand ich kann immer krank. eine Meile vor der Küste vor Anker liegen und nicht hier. Hier ist niemand krank. Verschwindet von hier. Dann schicken Bringt Boten mich. hoch. Wir kennen Ratterei Sarnin, unseren Admiral. Jeder Sagt kennt den ihm. Admiral.
Himmels Willen, holt eure verdammten Vorgesetzten herbei. Jetzt seid doch mal was netter zu ihm. Er tut doch nur seine Arbeit. Ja. Nicht wahr? Ich bin mir sicher, wir können das aufklären. Geht doch einfach und fragt. Bosake, komm mal an, Reling! Ja, lautes Herumgeschreie, Gekreische von Ephadaios, der sich unglaublich freut, und dann könnt ihr ein paar schwere Schritte hören und ein bekanntes Gesicht, was euch dann anstarrt. Es ist nicht der Kapitän, es ist Wilbo Kornplitz, der erste Wachoffizier, der euch einmal mustert, zunickt, still wie er ist, und dann einmal über die Planken hinübertretet, tritt. Helvetio, einmal beiseite, spricht er zu dem Horasier und geht dann auf euch zu. Ah, Rodrigo scheint direkt Stellung anzunehmen, die Hacken zusammenzuschlagen. Forscher merkt vielleicht, wie die Hand irgendwie aus ihrer Hand gleitet und sozusagen er sozusagen da jetzt ganz stramm steht und die Hand zum Gruß an den Kopf hebt. Ich stelle mich aber auch mal so hin, weil ich keine Ahnung habe. Oh Mann, dass ich dich wiedersehe und mich freuen würde. Er zieht so ein bisschen die Augenbrauen hoch. Ein So, Leutnant Ramirez meldet sich zurück von Maraskan. Ausgezeichnet. Er salutiert einmal. Rührt euch. Auch wohlgeboren. Wo laufe ich, sehe. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben noch 4 Piratenschiffe versenkt und noch ein paar Horasier angeworben. Er deutet einmal zu den Wachmännern, die ihr tatsächlich, wie gesagt, noch nie gesehen habt. Sie hatten ja irgendwas davon gesagt, dass sie von Boran aus weiter nach Osten wollten, auf das ein oder andere Archipel und dort ein paar Horasier anwerben. Das haben sie wohl geschafft. Die Seeadler sieht allerdings sehr mitgenommen aus. Ihr könnt auch erkennen, wie auf der Außenseite mehrere Zimmermannsleute jetzt gerade dabei sind, schwere Schäden zu beseitigen. Ein riesiges Loch, was an der Ankerseite klafft. Da, wo ihr euch vor ein paar Wochen unterhalten hattet und Verschwörungen waren es nicht wirklich, aber ihr wolltet etwas aufdecken und dann mit Lido Kork, ja, ihr erinnert euch, als ihr da in dem Ankerspiel standet und in das Teerfass geklettert seid. Das ist so lange her. Die Erinnerungen kommen wieder hoch. Und das Schiff sieht einfach kaputt und zerstört aus. Ein Mast ist umgeknickt. Das wird wohl einige Zeit dauern. Schön, euch wiederzusehen. Ihr habt es also geschafft. Was habt ihr mit Viborn gemacht? Viborn ist leider schwer krank geworden. Und seine Genesung... Also entweder das bedeutet, wir hätten ihn weiter durch den Dschungel geschliffen, dann wäre er gestorben. Oder wir mussten ihn zurücklassen und der Mission weiter folgen. Also haben wir ihn im Dschungel in einem Lager, der das ist so ein Ausgrabungslager, was die Hesindekirche und ein hoher Rang, hoher Magier und Geweihter gleichzeitig Magier und Adeliger aus dem Bornland leitet. War Akorium mal wieder da? Den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Er überlegt so ein bisschen, kaut auf seiner Unterlippe. Prosperreiken, sein Schüler. Genau, Prosperreiken. Ja, Magister eben. Ja, wenn irgendeiner von den Magistern da herumfleucht, dann ist es einer von Rakoriums Männern oder er selber. Und die konnten uns helfen. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich denke, das habt ihr schon bestimmt mitbekommen, wenn ihr noch schon lange hier seid. Ansonsten können wir es euch sagen, wir waren erfolgreich. Wir sind gestern Nacht eingelaufen, ganz frisch. Der Kapitän ist direkt von Bord gegangen und hat gesagt, dass alle ihren wenig Sold bekommen, was wir dann hier noch übrig haben, und ist dann zusammen mit der einen oder anderen Person verschwunden. Er hat gesagt, dass keiner auf das Schiff darf, und so handhaben wir es. Trifft sich vermutlich mit dem Baron. Bitte? Mit wem? Mit... nicht wichtig.